Eigentlich, ja, eigentlich wollten die Märkte nach oben. Das haben wir vorbörslich gesehen bei den US-Futures, die sich deutlich erholt hatten vor den heutigen Daten zur US-Inflation. Aber dann hatte man nicht nur kein Glück, sondern es kam auch noch Pech hinzu. Und dieses Pech waren eben diese Inflationsdaten. Damit war sozusagen dieses Szenario erledigt. Ja, guckst du, vielleicht haben wir jetzt Peak Inflation und dann wird die Fed ein bisschen weniger rigide sein können. Also gehen wir mal nach oben, zumal der Markt ja extrem überverkauft ist und war dementsprechend, sah manches danach aus, als würde dann vielleicht, wenn die Zahl zur Inflation ein bisschen niedriger reinkommt, die Märkte eine Erleichterungsrallye starten können. Aber wie gesagt, da kam dann eben diese Zahl dazwischen. Und diese Zahl bedeutete faktisch, dass diese High Inflation Number praktisch viele Hoffnungen jetzt zerstört hat, dass wir diese Peak Inflation auch wirklich gesehen haben, wie hier ein Analyst kommentiert. Deswegen muss die Fed hawkisch bleiben und sogar einen 0,75 Zinsanhebungsschritt bei der nächsten Sitzung erwägen. Wenn wir uns die Daten mal anschauen zum Vormonat, 0,3 statt 0,2% und zum Vorjahresmonat 8,3% statt 8,1 erwartet. Aber das eigentlich Relevante war, dass die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie, deutlich stärker gestiegen ist, nämlich mit 0,6% zum Vormonat. Erwartet war 0,4. Die allerhöchsten Schätzungen lagen bei plus 0,4. Das zeigt die Breite dieser Inflationsentwicklung. Es ist also nicht nur Energie, nicht nur Nahrung, sondern das ist ein wirklich breites Phänomen dieser steigenden Kosten. Dementsprechend achtet natürlich die Fed vor allem dann auf diese Kerninflation. Also diese Aspekte, die vielleicht weniger volatil sind, wie etwa Energie, und so war dann, wie gesagt, die Laune schnell vorbei. Schauen wir uns mal die einzelnen Sektoren an. Da sehen wir Food at Home 10,8% gestiegen, auch wenn man auswärts isst, 8,7% gestiegen. Fleisch, Geflügel, Fisch, Eier 14,3% gestiegen, aber was wirklich reingeknallt hat, das war die sogenannte Rent Inflation und Shelter Inflation. Und ich hatte das heute Morgen gesagt, die CPI-Daten in den USA, die haben so eine Art Time Lag, also die haben eine Art Verzögerung drin. Da sind die Mieten zum Beispiel in der Regel 5 Monate zu spät erfasst oder mit einem Gap von 5 Monaten erfasst. Und jetzt schlagen diese Steigerungen, die wir in den vorherigen Monaten gesehen haben, voll zu Buche, obwohl die Mieten inzwischen, respektive die Mietanstiege, sich wieder inzwischen nach neuesten Daten wieder abgeflacht haben. Aber so ist das mit den Statistiken. Jedenfalls sind das die höchsten Werte seit 1991. Also im Grunde sind das die Mietanstiege der Vergangenheit, die wir jetzt in dieser Zahl mitgesehen haben. Und das ist der Grund, warum diese Zahl nach oben so deutlich überrascht. Einer der Hauptgründe jedenfalls. Und so hat sich die Wall Street verkalkuliert und ist damit ziemlich auf die Nase gefallen. Von diesen Komponenten, die berechnet werden, 95 CPI-Components können hier getrackt werden, etwa durch Breen Economics. Das entspricht 98% aller erfassten Komponenten. Davon haben 63% mindestens Anstiege von 6% zum Vorjahresmonat gezeigt. Hier sehen wir, wie steil diese Aufwärtsbewegung ist, wie breit gefächert das ist. Und da bleibt der Fed nichts anderes übrig, als eben zu versuchen, diese ganze Geschichte nach unten zu kriegen. Das war ja der Auftrag von Joe Biden. Das war die Voraussetzung für die Neunominierung von Jerome Powell als Fed-Chef. Wir sehen unmittelbar nach den Daten die Zinserwartungen, die Rate-Hike-Expectations wieder nach oben gegangen. Und dann hat Biden sich vor die Kameras gestellt und gesagt, ja, ich bin zuversichtlich, dass die Fed ihren Job zur Inflation, über die Inflation, den Sieg über die Inflation erringen wird. Diese Inflation sei immer noch unakzeptabel hoch, so Joe Biden. Also soll es die Fed richten, jene Fed, wie Stalingrad und Pursky zeigt, die eben uns so lange Zeit erzählt hat, dass die 100% transitory ist, diese Inflation. Und jetzt müssen also diejenigen, die sich so schwer verkalkuliert haben mit der Inflation, die ganze Geschichte richten. Nicht hilfreich war dann, als wenig später Bill Dudley, der ehemalige Chef der New York Fed und nach wie vor natürlich damit ein Grand Seigneur der Geldpolitik, wenn man will, sich geäußert hat bei Bloomberg, und er hat gesagt, die Fed muss jetzt mal anfangen, den Märkten nicht diese unschöne Wahrheit, dass sie massiv die Zinsen anheben will und muss, naja, in Watte verpackt zu servieren, sondern sie müsste da mal hart und klar agieren, denn sonst
würde sozusagen der Schaden noch viel größer werden. Es brauche brutal honesty, brutale Offenheit, brutale Ehrlichkeit, könnte man das ja vielleicht übersetzen. Und das ist natürlich etwas gewesen, was den Märkten nicht so wirklich jetzt geschmeckt hat. Und dann hat er vor allem noch gesagt, naja, vor einiger Zeit, vor 6 Monaten, da habe ich gedacht, okay, wir müssen die Zinsen auf 3 bis 4% anheben. Jetzt denke ich, wir müssen sie auf 4 bis 5% anheben. Und ich wäre nicht überrascht, nicht geschockt, wenn ich in ein paar Monaten sagen würde, wir müssten die Zinsen auf 5 oder 6% anheben. Bill Dudley, viel Glück damit. Ich hatte gestern im Marktflüster gezeigt, dass das nicht funktionieren kann, dass die Blasen sowohl am Immobilienmarkt in den USA, die noch nicht geplatzt ist, als auch die Tech-Blase, die bereits offenkundig dabei ist zu platzen, dann zu einer scharfen Rezession der US-Wirtschaft führen würde, so oder so. Jedenfalls sind das eben Töne, die die Wall Street natürlich nicht gerne hört, solche hawkischen Dinge. Und Jim Bianco hat sich hier dann nochmal auf die Aussage von Joe Biden bezogen, dass also jetzt praktisch alle Verantwortung auf den Schultern der Fed und vor allem von Jerome Powell ruht. Und er hat nur eine Möglichkeit, diesen Auftrag letztendlich zu erfüllen. Er muss praktisch den Aktienmarkt nach unten bringen, um eine Art Reverse Wealth Effekt zu erzeugen. Also praktisch die Leute ärmer machen, denn wenn die Leute weniger Geld haben, wenn die auf dem Papier weniger reich sind, dann sinkt die Nachfrage. Und genau das will die Fed, nämlich die Nachfrage senken, um irgendwie Angebot, das ja zu gering ist, und Nachfrage, die zu hoch ist, irgendwie wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und das ist mit einem Satz vielleicht formuliert: Die Fed ist der Feind der Aktienmärkte, und es ist natürlich schwierig für diese Aktienmärkte zu verstehen, nachdem sie jahrelang Rückenwind durch die Fed bekommen haben, nachdem diese Fed jahrelang eine Art Sicherheitsnetz unter ihren Hintern gespannt hat, dass man jetzt als Gegenspieler plötzlich mit der einst hilfreichen Fed zu tun hat. Und diese Erkenntnis ist erst in den letzten Tagen eigentlich so richtig zum Tragen gekommen. Schauen wir uns mal folgendes Statement von Ben Bernanke im Jahr 2012 an, das genau zeigt, wie die Fed sozusagen die Märkte steuert. Da hat der Ben Bernanke gesagt, naja, wir haben ja verschiedene Möglichkeiten einzuwirken eben auf die Märkte. Da gibt es die Mortgage Rates, da gibt es die Zinsen für Corporate Bonds, also für Unternehmensanleihen, und dann gibt es noch die Aktienmärkte und die Immobilienmärkte. Und es ist so, dass wenn die Immobilienpreise steigen und die Leute damit sozusagen wohlhabender werden, dann werden sie auch mehr Geld ausgeben. Damit wird also die Nachfrage gesteigert. Genau dasselbe, so Ben Bernanke 2012, gelte für die Aktienmärkte: höhere Aktienpreise. Die würden dann die Nachfrage eben anheizen. 2012 schien der Fed das noch nötig zu sein. Da hatte man ein Problem nach der Finanzkrise mit der Nachfrage. Jetzt haben wir ein Problem mit dem Angebot. Dementsprechend versucht die Fed jetzt das Gegenteil zu tun, was Ben Bernanke als Fed-Chef versuchte, nämlich über höhere Assetpreise, über höhere Vermögenspreise den Konsum anzukurbeln, die Nachfrage anzukurbeln. Jetzt geht es darum, die Nachfrage zu senken, damit die Preise zu senken für Immobilien und Aktien. Und ich glaube, das ist das, was eben so schwer vielen nach wie vor fällt, zu verstehen. Wenn wir dann auch mal sehen, zum Beispiel, was die Fed gemacht hat, die kauft ja oder hat bis vor kurzem ja sogenannte Mortgage-Backed Securities gekauft, hypothekenbesicherte Anleihen, und zwar im Volumen von 1,4 Billionen. Hier sehen wir mal das, was die Fed sich da ins Depot gelegt hat mit der blauen Grafik hier in diesem oberen Schaubild. Und unten sehen wir die Inventories, also das, was praktisch an Häusern überhaupt zur Verfügung steht. Das ist permanent zurückgegangen, die Preise sind permanent gestiegen, und in dieser Situation hat die Fed sozusagen weiter Benzin ins Feuer gegossen mit diesen Anleihekäufen, mit diesen Mortgage-Backed Securities-Käufen. Das ist, wie Sven Hendrik sagt, eigentlich, ja, das kann man nicht anders als gefährlich bezeichnen, was da passiert ist. Man hat also aktiv eine Blase angefacht. Das gilt in so vielerlei Hinsicht bei der Fed insgesamt, und hat praktisch ein Feuer entfacht, und jetzt versucht man, das Feuer auszutreten. Und Bill Dudley sagt, ja, dann mach mal einen Hochdruckstrahler da rein, der sozusagen mit Hochdruck Wasser da reinpumpt, statt jetzt irgendwie die Märkte so mit Samthandschuhen anzufassen und also versuchen, das Feuer praktisch auszupusten. Das wird nicht gelingen, da musst du hart agieren, und davor fürchten sich die Märkte. Das ist der Grund, warum die Wall Street dann im späteren Verlauf jetzt nach unten gegangen ist. Jeder macht sich ja so seinen Reim draus, wer ist den Schultern der Inflation. Der eine sagt der Putin, gell,
Der war das, das ist erwiesen. Die Elizabeth Warren von den linken Demokraten sagt, ja, das sind die gierigen Corporations, die gierigen Firmen. Da müssen wir doch mal was machen. Die müssen wir stoppen, dass die sozusagen hier die armen Familien da aussaugen. Stalingrad und Pursky kommentiert, naja, es sind solche gewählten Staatsvertreter, er hat da ein etwas unschöneres Wort hier direkt schriftlich formuliert, das ich jetzt nicht nennen will. Ihr habt doch Billionen an Geld gedruckt mit Helikoptergeld etc. Und ihr habt es doch der Fed ermöglicht, dass die eben dieses Geld druckt und diese Situation schafft. Also man versucht Sündenböcke zu finden, es sind die bösen Firmen, die sind dran schuld, jeder sozusagen nach seiner ideologischen Agenda. Das nur mal am Rande erwähnt. Kommen wir jetzt zu den Märkten. Tief überverkauft, nach wie vor, wenn nicht sogar mehr. Wir sehen hier S&P 500, nur 18% der darin enthaltenen Aktien über im 50-Tages-Durchschnitt. Normal müsste doch da eine Wende kommen, sagt man sich. Ja, und oft kommt dann auch eine Wende bei solchen überverkauften Zuständen. Nur haben wir jetzt eben das Problem, dass die Märkte jetzt einen so mächtigen Gegenspieler haben, gegen den man wohl kaum bestehen kann. Es gab auch kein Gegenmittel gegen eine unterstützende Fed. Die Flut hat alle Boote gehoben, nämlich diese Liquiditätsflut. Aber jetzt sehen wir eben mit dem Absaugen dieser Liquidität, wer nackt gebadet hat. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass wir, trotzdem wir total überverkauft sind, noch weiter fallen, eben wie wir das 2020 im Corona-Crash gesehen haben. 2018 gesehen haben, 2011 gesehen haben, aber vor allem 2002 und 2008 in Bärenmärkten, in heftigen Bärenmärkten gesehen haben. Und das kann passieren, dass wir es mit einem heftigen Bärenmarkt zu tun haben. Marius Schweizer von Projekte 30 hat mir netterweise folgende Charts hier zugemeldet. Nochmal herzlichen Dank. Marius würde ich übrigens sehr empfehlen. Der Marius macht jeden Freitag Videos in seinem Kanal Projekte 30, wo er mal die Gesamtlage analysiert. Absolut hervorragend, in jeder Hinsicht empfehlenswert. Und er hat hier sogenannte Wolfkeile. Und grundsätzlich ist es so, dass wenn sozusagen ein Kurs wieder in einen solchen Keil eintritt, etwa von unten nach oben, ist das ein bullisches Zeichen und dann kann eben sozusagen diese obere Kanallinie von diesem Wolfkeil nochmal angelaufen werden. Hier sehen wir mal etwa beim Nasdaq, dass wir einen Dreier-Top haben bei 13.540 Punkten. Wir sehen das Gleiche, was Mario hier gezeichnet hat, beim S&P 500 bei 4.380 Punkten. Und wenn wir uns dagegen mal den DAX anschauen, beide sind jetzt aus dem Wolfkeil nach unten übrigens ausgebrochen, nicht aber der DAX, der offenkundig deutlich besser dasteht, der natürlich von diesen schnellen Zinsanhebungen durch die Fed weniger betroffen ist. Auch das ist natürlich Liquiditätsentzug, aber das trifft vor allem natürlich die amerikanischen Aktienmärkte. Also der DAX hält sich jetzt besser trotz Ukraine-Krieg und all diesen Dingen. Vor allem betroffen natürlich wieder Nasdaq und profitable Tech-Werte, aber auch Firmen etwa wie Coinbase. Heute 23% im Minus, nachdem man praktisch zugeben musste, dass jetzt über 2 Millionen weniger Leute die App nutzen, schlichtweg, weil die wahrscheinlich ihr Konto an die Wand gefahren haben, nachdem die Kryptos auch gefallen sind. Und wer ist davon natürlich wieder maßgeblich betroffen? Meine zweitbeste Freundin Cathy Wood, die hier die 8. größte Position in ihrem Depot bei Coinbase hatte. Also die nächste Wette, die hier ziemlich heftig gegen die Wand fliegt, aber wir sehen jetzt in letzter Zeit wirklich diese gefallenen Tech Angel. Wir haben Amazon gesehen, Palantir gesehen, Peloton gesehen, Roblox gesehen, Coinbase gesehen, so viele, die jetzt richtig abgestürzt sind, nachdem sie vorher solche Highflyer waren. Ark Innovation jetzt bei $38. Und das Problem ist, dass nach wie vor sehr, sehr viel Geld reinfließt in diesen Ark Innovation. Die gute Dame hat Zuflüsse seit langer Zeit. Viele, die am Anfang dabei gewesen sind, das waren wenige, genauer gesagt, die haben diesen Move mitgenommen und dann sind die Lemminge oben aufgesprungen und springen immer noch auf in dieses fallende Messer. Natürlich kann sich Ark mal deutlich erholen, kann an einem Tag mal 10% steigen, aber die Leute verbrennen Milliarden hier und das ist das Problem, dass wir mit Cathy Wood hier eine praktisch religiös veranlagte Persönlichkeit haben, die nicht nur ein Marketinggenie ist, sondern die Leute auch wirklich in den Ruin treibt mit ihrer Überzeugung, dass diese Geschichten total explodieren werden etc. Wahrscheinlich wird sie vorher selbst implodieren, bevor das explodiert. Das ist leider die Realität und das trifft dann Bitcoin auch. Bitcoin
in negativer Korrelation zu US-Anleiherenditen. Je stärker also die Renditen steigen, umso schlechter. Es gibt ja eine durchaus nicht unerhebliche Konkurrenz zwischen Bitcoin und Nasdaq-Werten. Wir sehen, Coinbase jetzt hat auch gewarnt, dass wenn man bankrott ginge, was aber total unwahrscheinlich sei, dann sei eigentlich durchaus möglich, dass die Anleger ihr Geld verlieren oder ihre Assets da, die bei Coinbase lagern, auch verlieren. Und wir sehen insgesamt, dass jetzt immerhin der 40% der Bitcoin-Investoren jetzt unter Wasser sind, wie neue Daten zeigen. Bitcoin 55% vom November-Peak jetzt gefallen. Und wie gesagt, mit starker Korrelation eben zu den Nasdaq-Werten. Das zeigt, Bitcoin ist kein Inflations-Hedge, sondern es ist ein Liquiditäts-Asset. Was steigt und fällt mit Liquidität? Wir haben gesehen, wie hat Bitcoin heute etwa auf die höheren Inflationsdaten reagiert? Bums, nach unten. Wäre es ein Inflationsschutz, dann wäre es gestiegen. Das jährliche Teil war der Fall. Was steigt derzeit? Nun, Liz Ann Saunders bringt es auf den Punkt. In einem Investmentumfeld, das geprägt ist durch steigende Inflation und steigende Zinsen, ist es kein Wunder, dass defensive Value und Aktien, die eine hohe Dividende haben, gut performen, während eben Growth, Beta und solche Geschichten, Wachstumswerte etc. nicht gut performen. Hier oben sehen Sie die Zahlen selbst. Und ja, jetzt muss selbst die EZB mit, nachdem klar ist, die Fed meint es wirklich ernst. Jetzt hat Lagarde gesagt, okay, wir werden im Juli die Zinsen anheben und werden jetzt mit den Anleihekäufen aufhören. Also manche sind so weit hinter der Kurve, dass man praktisch gar nicht mehr weiß, wo sind sie denn eigentlich. Viel zu spät natürlich. Das ist der Versuch jetzt noch irgendwie mitzulaufen. Es ist zu spät, die Inflation ist out of control. Ich würde Ihnen gerne hier mal jemand vorstellen. Das ist George Noble, den Sie hier sehen, zusammen mit Peter Lynch. Die haben den Magellan-Fonds damals gemanagt. Die hatten durchschnittlich eine Performance viele Jahre lang von 29,3%. Durchschnittlich plus 29,3%. Und ich erzähle Ihnen das, weil in diesem unteren Bild, was Sie hier sehen, ein faszinierendes Interview mit George Noble, das ich heute bei Finanzmarktwelt gepostet habe. Inflation und Fed-Aktien sind jetzt toast. Die Blase platzt, weil er eben sagt, naja, die Fed ist jetzt der große Gegenspieler. Und nachdem wir diese Allesblase gesehen haben, die jetzt platzt, wird die Fed sozusagen diese Blase zum Platzen bringen. Soft Landing der Wirtschaft praktisch ausgeschlossen. Ich kann nur eins empfehlen, nehmen Sie sich die Zeit, das anzuschauen. Es dauert eine Stunde, zugegeben, aber da werden Wahrheiten auf den Punkt gebracht von jemand, der wirklich schon alles erlebt hat. Der war in den 1980er Jahren schon am Start. Und der zweite Artikel, den ich Ihnen gerne empfehlen würde, wäre China. Die Warnung von Li Keqiang, das ist der Ministerpräsident, und der perfekte Sturm der Wirtschaft von jemand, der in China das direkt mit eigenen Augen sieht, direkt Kontakte hat zu Leuten, die maßgeblich sind und die Dinge hier zusammenfasst, wie sie es wahrscheinlich in Sachen China, was für uns ja sehr, sehr wichtig ist, in Deutschland nicht nochmal lesen werden. Also diese beiden Artikel, ich sage jetzt Servus und Ciao.